da, Monsieur, nur schneller wir retten. Der Cotillo beginnt, darf ich bitten? Du stehst finster wie ein Verschwörer. Fehlt dir was? Wieso? Mir fehlt nichts. Ich staune dich bloß an, wie redlich du als Freund bist. In der Tat, ein solches Ständnis kommt mir überraschend. Sag, warum zürnest du? Ich zürne nicht im Mindesten. Staunen sehe ich, wie mit Talent und geistreichem Geschwätz, mit süßen Blicken den Frauen hier die Köpfe du verdrehst. Klar ist dir genügt nicht mehr Tatjanas Schönheit. Du versuchst jetzt auch, die Braut mir zu entreißen. Störst ihres Herzens ihr Vertrauen verlasst man. Oh, wie edel bist du! Du scheinst von Sinnen mir. Von Sinnen? Du glaubst nicht von Sinnen. Doch der Sprache dieses Wort beleidigt mich. Was gibt es? Wissen, dass ich friedlich bin, niemandes Ruhe störe und in Zukunft nicht stören will. Und warum hast du ihr die Hand gedrückt, ihr zugeflüstert? Sie lachte und errötete. Was hast du ihr gesagt? Nun, das ist sinnlos, ein jeder hört uns. Kümmert's mich, ich habe dich beleidigt. Satisfaktion, mein Herr, verlange ich. Ich folge nur, dass Ronnier mir erkläre sein seltsames Benehmen. Doch er verweigert es, und eben deshalb habe ich ihm den Vorteil.